als Renk von Volkswagen Konzern verkauft worden ist und von einem Private Equity Fonds übernommen worden ist, hat man ja neues Management gesucht und ich bin einfach klassisch angesprochen worden. Und die Aufgabe hat mich begeistert und man hat mich gefragt, ob ich die Verantwortung als CEO von Renk, von der Renk-Gruppe übernehmen möchte. Und da sagt man natürlich ja. War eine große Ehre für mich. Wir haben eine ganz spannende Phase, die Renk jetzt erlebt, gepaart die Tradition 150 Jahre Renk mit einer Aufbruchstimmung, einer Agilität, neuen Impulsen von einem neuen Eigentümer, der die Zeichen klar auf Wachstum gestellt hat. Natürlich auch sehr, sehr Kennzahlen, Finanzkennzahlen gesteuert. Das sind alles Dinge, die der Renk so vorher nicht so kannte und als Schwerpunkt gesetzt hat. Aber vor allem Wachstum, Agilität, Digitalisierung, auch ein Schwerpunkt auf dem Bereich Service. Und insofern glaube ich für Renk eine ganz, ganz große Chance, die wir jetzt nutzen mit den Impulsen des neuen Eigentümers, auch einen sehr strukturierten strategischen Dialog führen. Und insofern denke ich mal, eine Kombination von allem, was uns trägt, der Tradition und unserer Erfahrung und unserer Marktposition, jetzt mit diesen Impulsen, gerade für Wachstum. Wir sind also in den letzten 2 Jahren seit der Übernahme stärker gewachsen als in den letzten 10 Jahren. Und daran sieht man, das ist belegt, dass die Strategie auch aufgeht. Die Deutsche Marine ist natürlich unser Top-Prioritätskunde zu Hause. Und Sie wissen, das gilt für uns auch wie für alle. Was man der eigenen Marine oder den eigenen Streitkräften nicht verkauft, das können sie auch im Export nicht erklären, warum das ein anderer kaufen soll. Wir sind aber mit 40 Navies weltweit im Geschäft und rüsten die Flotten aus. Und die Exportkunden haben uns ja auch über die letzten Jahrzehnte getragen. Die Budgets in Deutschland, die jetzt glücklicherweise aufgrund der Notwendigkeit, die nicht glücklich ist, aber der Umstand ist, wie er ist, jetzt wachsen, waren ja nicht immer so, wie sie jetzt in der Perspektive hoffentlich aussehen. Und wir leben alle als deutsche Industrie von unseren Exportkunden genauso wie von der Bundeswehr. Und insofern auch hier gute Impulse, dass wir im Bereich Internationalisierung, im Bereich Service, im Bereich neue Technologien jetzt in die Vorhand gehen und vorlegen. Die Deutsche Marine ist klar unser Premium-Kunde. Wir haben jetzt die F-126-Fregatte unter Vertrag genommen und damit ein weiter wichtiger Meilenstein für die Deutsche Marine realisiert. Von Spezialschiffen, von OPVs, ich sage jetzt mal am unteren Ende der Komplexität und auch Preisklasse bis hin zum Flugzeugträger. Wir haben gerade in Indien Flugzeugträger abgeliefert. Klar, die Zerstörer, die Fregatten, die Korvetten, das ist das typische Renk-Portfolio. Wir sind in den militärischen Spezifikationen zu Hause, in den Anforderungen. Wir verstehen, was für den Kunden wichtig ist, auch gerade wenn es um Signaturreduzierung geht, also wenn es um Vibrationsarmut, um Geräuschreduzierung geht, dann sind wir zu Hause, auch was die logistischen Pakete betrifft. Und insofern, Komplexität scheuen wir nicht, sondern begrüßen wir, denn da sind wir besonders gut und können mit maßgeschneiderten Lösungen dienen. Also als ich gekommen bin letztes Jahr, gibt es eine frühe Entwicklung, die wir ASD nennen, das ist der Advanced Silent Drive. Der ist dann für die Unterwasseranwendung. Der deutsche Kunde hat mit F&T-Mitteln eine Anschubfinanzierung für eine Studie gegeben. Wir entwickeln das konsequent weiter. Wir glauben, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind und auch eine gute Zukunftsperspektive für das konventionelle U-Boot im Antrieb bieten können. Kann man es heute schon bestellen und fertig kaufen? Nein, wir sind in einer fortgeschrittenen Entwicklung. Wir haben da rein investiert und machen das zusammen mit unserer Tochter Magnetmotor, die da spezielle Fähigkeiten auch nochmal mitbringt, die ja seit letztem Jahr Teil von Renk ist. Und insofern haben wir auch da nochmal den richtigen Impuls setzen können, auch mit der Übernahme des Spezialisten in diesem Bereich. Wir haben ein ganzes Ausbildungskonzept, natürlich die klassische Ausbildung, nach der Sie jetzt nicht gefragt haben. Das duale Studium ist sehr begehrt nach wie vor und ich glaube auch eine ganz, ganz gute Lösung, die Theorie mit der Praxis und dem frühen Berufseinstieg und eine Verbindung direkt zu einer Firma, zu einem Arbeitgeber, zu Kollegen und einem Arbeitsumfeld auch zu entwickeln. Und dann werden eben handverlesen und gezielt auch mal Diplomarbeiten oder Doktorandenarbeiten vergeben, die dann aus den Fachbereichen betreut werden. Und insofern arbeiten wir alle sehr gern mit guten Studenten zusammen, denn die, ich sag mal, die hauen rein, die bringen frische Ideen. Und das ist ein toller Impuls auch für den Nachwuchs, um den wir uns ja auch alle kümmern müssen.
Wir, denke ich, glaube ich, haben alle das Thema auch Fachkräfte, wo kommen sie her? Und gerade in so einem Spezialgebiet stehen die nicht an der Bushaltestelle, sondern man muss sie sich entwickeln, über Jahre rein investieren. Und da ist die Bindung und das frühe Gewinnen von Potenzialträgern ganz essentiell.